Hallo und willkommen zurück bei RimWorld. Und ja, der Krieg ist vorbei, kann man sagen. Catwoman schnappt sich erstmal direkt wieder Bewaffnung, damit es direkt weitergehen kann. Ja. Es wäre vielleicht alles etwas schöner gewesen, wenn nur diese eine Turret hier gefunktioniert hätte. Wobei wir müssten hier theoretisch auch noch ein. Ja, hier, die waren noch easy zu killen, ne? Da war das Leben noch schön, als nur die da waren. Ja, Lucifer, unser sekundärer, ja, jetzt unser Main-Berserker. Leonardo ist auch befördert worden zum Berserker. Aber auch er, weil... Naja, er hat den Krieg überlebt. Na toll, und jetzt werde ich direkt erstmal voll gespammt. Ja, hier das legendäre meisterliche Schwert. Unaufhaltsamer Wolf. Bis zum Tod hat er gekämpft. Der Lucifer braucht aber noch einen Schmerzstopper. Und er hat den grünen Daumen. Schön. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, der Schmerzstopper, der sorgt dafür, dass die Leute bis zum Tod kämpfen. Ich überlege gerade, sollen wir den Dreck biomische Arme geben? Und Beine? Er ist Berserker. Wir gucken erstmal, was die anderen. Vielleicht hat irgendeiner ja was verloren. Ne? Also Not vor Unnot. Ne, die meisten sind einfach gestorben. Ne? Keiner hat irgendwie was verloren. Die, die was verloren haben, haben ihr Leben verloren. Oder Ehepartner. Da fehlt aber einiges bei dem hier. Meine Güte, Mr. T. Na gut. So, rechter Arm, weil ich glaube, mit rechts führst du deine Waffe. Und linkes Bein, ne, wegen der Abwechslung, ja. Wir haben ja beides, ne? So, wir haben sogar den Arm einmal auf Vorrat. Das heißt, wir müssen als nächstes ein Bein noch holen, dann, weil das haben wir nicht mehr auf Vorrat. Ja, der heißt... Warum der Lucifer heißt, ist, glaube ich, jetzt jedem bewusst. Auch wenn das jetzt nicht unbedingt ein Held ist oder ein... Dings. Wobei doch, in der Serie Lucifer ist das, der ist cool, ja. Könnte man als Held bezeichnen. Ne, die Serie Lucifer ist cool. Gefällt mir. So, um auf die Kommentare einzugehen, weil da was will ich direkt machen. Wo ist denn der? Ich mache einfach von oben oben. Na, das war ja mal ein Krieg. Endlich mal ein richtiger Kampf. Nicht so ein Pille-Palle wie sonst. Ja, hör mal, deine Frau ist gestorben. Ach, du bist doch nur froh, dass die gestorben ist. Gib's zu, damit du dieses Ehedrama da los bist, was ihr da hattet. Und by the way, ach, das kommt später. So viel zum Thema Beziehung zu Poison Ivy hat sich dann wohl erledigt. Wo ist denn der? Lol, wie du einfach drei Leute auf dem Schlachtfeld übersiehst und die nicht rettest. Gib's doch zu, du willst den Friedhof auch füllen. Dann habe ich die tatsächlich übersehen im Eifer des Gefechts. Also eigentlich will ich nicht, dass meine Leute sterben, meine Kolonisten hier, oder eher unsere Leute. Ja, das sind ja unsere Leute. Wir haben direkt hier das Dach zerstört. Das gibt's ja nicht. Na, dann habe ich ihm einfach das Gefecht übersehen, so wie ich auch viele Fehler gemacht habe. Oh, jetzt das Spiel, ne? Jetzt direkt hier haben wir direkt eine Lupa bekommen. Lupa heißt auch Wölfin, ne? Ist Latein, Lupa heißt Wölfin. Also Wölfin, Hure, ne? Also meine ich jetzt. Ne? Aber ich meine, das ist Latein für das. Ich weiß noch ganz genau, mit einem Kumpel, mit dem ich Latein hatte, haben wir dann Lupa Mentula Bellum erfunden. Und das heißt eigentlich Nuttenschwanzkrieg. Also eigentlich total sinnlos. Das waren halt so Wörter, die wir bis Ewigkeiten gekannt haben. Ne? Halt so. So, Lupa, bevor du dir jetzt
hier irgendwie Klamotten gibst, ja, weiß ich dich erstmal als... Ich pausiere extra, ja, nimmst du... Auf jeden Fall bist du schon mal keine Berserkerin. Also kannst du auch vergessen, dir jetzt hier eine Dings zu holen. Du ziehst dir keine Energierüstung an. Ja, jetzt erstmal verbrennen. Ah ne, du bist ja nackt. Das gibt's ja nicht. Also was kannst du? Du kannst Kunst, okay? Sie ist depressiv, sie ist 58, ja toll. Also sie ist depressiv, sie ist zu klug und psychisch sensibel. Ach du Scheiße. Sie kann aber kochen. Ich glaube, wir brauchen aber keinen Klopf. Sie kann mit Tieren, sie kann Medizin, also sie kann kochen, Kunst. Also Kunst brauchen wir auch nicht, wir haben Chewie. Ne, Chewie ist auch in Kunst besser, ja. Also Lupa, was machst du erstmal jetzt? Du produzierst Trockenfutter, okay. Sie braucht auch noch einen Namen. Das ist... Wir machen erstmal ihren Beruf. Aufsehen. Kann sie machen, wenn sie Bock hat, aber eher so drei. Sie wird Tierpfleger, ja. Wir haben hier einen Tierpfleger. Das ist das Ding, ja. Die anderen sind ja alle weggefallen. Ja, okay, Lando, okay, aber auf jeden Fall Tierpfleger. Als nächstes darf sie kochen. Okay, wenn sie will, kann sie bauen, ja, kompensiert sie ein bisschen, kann sie langsam anfangen zu kompensieren. Karawane. Kunst wird sie nicht machen. Aber sie darf auch reinigen. Und tragen. Hat auf jeden Fall viel zu tun. So, wie nennen wir sie denn, wenn wir die Karawane erstmal gemacht haben? Nein, ich lenke nicht ab. Wir müssen auch wieder anfangen, hier die Reparaturen zu machen. Hä? Ja, oder eine Karawane? Oder war die, hier? Nö. Ah, hier. Wonder Woman, dann handeln wir mal mit Schamanen. Wetten, der hat nix. Naja, er hätte Gold. Wir könnten ihm Bier andrehen. Oh, der hat Plastahl und Gold. Und Neutramin. Und wir geben ihm Bier. Aber nicht alles, wir geben 500? 250? Ja, 250. Hm. 200. So. Was zum... So. Noch ein Tiefenbohrer erschöpft. Okay, wir gehen mal an die Reparatur. Es führt ja nichts drumrum, ne? So, also Temperatur, Lüftung. Hier muss auch mal sauber gemacht werden. So, Strom, Batterien. Haben wir tatsächlich ein paar verloren. So, Solarkraftwerke haben wir auch ein paar verloren. Ein paar ist gut. Der halbe Chemiepark ist weg. Wobei ist eher ein Solarpark, ne? Oh, hier oben fehlen auch noch welche. Jetzt machen wir einmal Befehle. Objekte wegtragen. So.
Ja, es ist ein paar Kunstwerke sind kaputt gemacht worden. Also eins, zwei. Oh, hier ein paar mehr. Gucken, die werden wir auch ersetzen, aber nicht direkt. Wie sieht's hier eigentlich aus? Der baut noch zwei riesige. Aber der ist im Moment sowieso beschäftigt. So, wo waren wir denn stehen geblieben? Hier ist nichts kaputt gemacht worden, ne? Ein normaler Sarkophag? Nee, der wird weggemacht. Das ist zu billig. Oh, Lucifer! Lucifer! Du hast dir ja einen perfekten... Du hast dir echt das perfekte Haus. Also das könnte ja schon gewollt sein, ja? Also Lucifer, du hast dir echt den perfekten Schlafplatz ausgesucht. Ich meine, du hättest auch hier oder da oder hier oder hier die guten, ne? Wo sind denn jetzt die guten Plätze? Ach ja, Lupa braucht noch einen Namen. Sie heißt jetzt... Goofy hatten wir schon. Kyle Katarn haben wir auch. Der lebt auch noch. Okay, irgendwelche alten Serien, ne? Ich will jetzt keinen von den Turtles... Wie gesagt, ne? Turtles mache ich dir zuliebe, Dinom, aber ich kenne die Turtles nicht. Ich könnte sie ja He-Man nennen. Oder wir nennen sie... Warte, gib... Sie war mal Prediger. Es gibt doch auch Heldenprediger so in der Art. Mir fällt tatsächlich gar keiner an. Ach, sieh mal einer an. Das ist sogar noch relativ ganz. Wir nennen sie... Gibt es echt so wenige Superhelden, die ich kenne? Oder Schurken? Ach, sieh mal einer an. Was man so noch alles findet. Kann doch auch welche mal Asterix und Obelix nennen. Ist das nicht traurig? Ich könnte ja sie Belana Torres nennen. Oder... Wie könnte man sie denn noch nennen? Kacke. Egal, machen wir am Ende. Wir gehen erstmal weiter. Es geht deswegen nichts voran, weil die Wege schon wieder so ewig lang sind, die Konstrukteure hinlegen müssen. Ja, dann, die müssen ja nicht überall hinlaufen, ne? Ich meine, von hier nach da, von da nach hier. Ich meine, die können Essen mit sich rumschleppen. Und wir haben eigentlich regelmäßig überall Sitzplätze, wo die essen könnten. Die müssen nur Essen mit rumschleppen. Was sie können. Die haben einen Inventarslot für Essen. Das geht. Das ist gar keine Kunst. Vielleicht wird es Zeit für strategisch ein paar kleine Kühlschränke zu bauen. So mit einem Lagerspot oder so. Na gut.
Na gut. Mit einem Lagerspot. So, Temperatur. Kühlung. Was habe ich jetzt hier für eine Wand genommen? Eine Holztür. Ja, können wir auch eine Autotür. Die geht schneller wieder zu. So, Boden. So, mit einem Lagerspot. Dann haben wir hier einen. Hier haben wir einen Kühlschrank. Ja, hier ist ja. Hier drüben müssten wir nochmal einen machen. Ich meine, hier haben wir auch einen. Wenn wir jetzt hier einen machen würden, am besten hier so dran, oder? Komm, wir bauen nochmal was mit Granit. Davon haben wir nämlich ein bisschen was. So, das ist wirklich der Schiebkühlschrank Deluxe, ne? Na toll, jetzt kommt da noch sogar kein Strom dran. Jetzt kommt da Strom dran. Sollte. Müsste reichen. So, dann haben wir hier einen. Ich meine, hier ist Essen, da ist jetzt dann Essen. Hier ist Essen, hier ist sowieso Essen. Hier ist Essen. Das heißt, hier drüben muss noch Essen hin. Dann machen wir am besten hier einen hin. Ja, damit die auch mal ein bisschen anders aussehen. So. So, dann haben wir hier auch einen Kühlschrank. Gut, jetzt hier weit unten oder sowas werde ich jetzt erstmal keine setzen. Hier oben haben wir ja. So ist es nicht. Was hier? Jetzt haben wir ja dann hier einen. Was ist hier? Was ist hier? Hier könnten wir auch noch einen hinmachen. Hier so. Na gut. Aber wieder die Sheep-Version, ja. So, das heißt dann 1, 2, 3, 4, 4 mehr Slots. Die Frage ist, was kommt da rein? Üppige Mahlzeiten oder normale? Okay, ich würde sagen, da kommt solche Mahlzeit rein, aus einem ganz einfachen Grund. Warte, machen wir jetzt erstmal nochmal. So, 250. Aus einem ganz einfachen Grund, denn wenn die was Vernünftiges essen sollen, sollen die gefälligst hier zum Restaurant gehen und essen, ja? Also so sieht's nämlich aus. Hier ist für die Hochzeit vernünftig, ne? Natürlich brauchen die Patienten auch vernünftig, ja? Siehst du mal an, hier haben die nämlich auch Essen. So sieht's nämlich aus. Ne, wenn die hier oder sowas, ne, das sind Mahlzeiten für zwischendurch jetzt, ne? Guck
Guck mal, sogar die hier haben üppige. Okay, ich würde sagen, weil das hier dann Arbeitermahlzeit ist, hier kommt keine üppige hin, sondern einfache. Ja. Und dafür kommt dann hier die üppige hin. Ne? Machen wir es so. Kannst du Poison Ivy mal kein Bett zuweisen? Ja, das ist jetzt schwierig, ne? Sie ist ja tot. Aber, das habe ich doch gemacht. Oder war das in der Paralleluniversumsfolge? Also ich weiß, dass ich es einmal gemacht habe. Und dann ist sie zum Spider-Man gegangen. Hier unten. Aber dann war das wahrscheinlich in der Aufnahme, die ich gelöscht habe. Weil da habe ich mich nämlich dasselbe gefragt, ne? Wird die jetzt zum Liebhaber gehen oder zum Ehemann? Ne? Denn deswegen habe ich das mal getestet. Aber dann ist das in der verschwundenen Aufnahme. Schade. Jetzt können wir es leider nicht mehr testen. Also nicht mehr wiederholen. Zum Thema Ersetzen. Du brauchst keine vier Jäger. Eigentlich brauchst du gar keinen. Na, jedenfalls kannst du mindestens drei umschulen. Warum brauche ich gar keinen Jäger? Also ich meine, sollen die Berserker immer alles erledigen? Und was heißt umschulen? Also ich meine, wir haben keinen hauptberuflichen Jäger. Okay, wir haben James Bond, ja. Wir haben Bond, der ist hauptberuflich Jäger. Aber da der... Ja gut, Catwoman ist eher Schmied, ja, als Jäger. Obwohl Catwoman jetzt unseren Fernkampf-Berserkern zuzählt, theoretisch. Ja, wir haben halt sehr viele, die Jagen mit drin haben. Gut, der Vorteil ist halt, wenn viele jagen, dann ist aber auch schnell vorbei das Jagen. Ne? Ich meine, wenn so Alpha-Biber kommen, ja, zum Jagen. Ja, dann geht jeder einmal jagen, dann sind alle tot und dann ist das Ding erledigt. Wenn einer jagen würde, dann dauert das Jahrhunderte. Und wenn wir natürlich jederzeit wieder unsere Berserker schicken, dann wäre das ja manuelle Priorisation. Das ist doch so verachtenswert, habe ich gedacht. Wieso liegt da ein totes Wasserschwein? Und wenn du damit meintest, wir brauchen eigentlich gar keine Jäger, das, weil wir ja hier Produktion drin haben, hat Eiern und sowas. Naja, das sieht man ja, dass das nicht hinterherkommt hier. Wir haben ja jetzt hatten wir schon einen namens Hellboy? Hatten wir schon Hellboy? Gibt's auch Hellgirl? Ja, scheiße, verdammt. Also ich meine, wir könnten natürlich tausende von Star Wars Namen nehmen. Könnten jetzt ja noch Luke nehmen. Oder Obi-Wan, Mace Windu. Oh nee, Wildschwein rächt sich. Sie kommen, lauf! Du musst treffen, Bond. Ah, oh, Bond. Wobei, der ist wahrscheinlich schneller. Komm, lauf mal weg. Hör mal, der hat das Bein hinten abgeschossen. Wieso ist der schneller? Jetzt schießt doch, Mr. T! Mr. T, wo schießt denn du hin? Gute Arbeit, Catwoman.
Was so ein Wildschwein alles machen kann, ne? Ist auf jeden Fall sehr brutal. So, die ziehen wir weg. So, unsere Träger-Husky-Armee erweitert sich. Die sind ja immer... Ah, doch, haben sie. Okay. Ich wollte gerade sagen, die sind ja immer noch nicht hier. Ja, hier muss mal hier sauber gemacht werden, ne? Aber alle unsere Putzkräfte, beziehungsweise viele unserer Putzkräfte sind ja draufgegangen. Aber wir haben Putzkräfte, ne? Hier. Hauptbesuch, Hauptarbeit ist eigentlich von unseren Berserkern putzen. Aber Lucifer muss den Poison Ivy ein bisschen kompensieren. Deswegen. Sie ist jetzt Ant-Man. Scheißegal. Ant-Man hatten wir noch nicht, ne? Das ist mir kackegal. Mir ist gerade nichts Besseres eingefallen. Ja, jetzt fällt mir auch noch Venom ein. Da kommt ja bald auch im Kino, ne? Scheiße. Haben wir eigentlich auch einen Black Panther? Haben wir auch nicht. Kacke. Ja, jetzt sterben unsere Hühner wieder, oder was? Wir sollten vielleicht nochmal hier die Priorität hochsetzen. Auf kritisch. Ne, hier sind im Moment eh keine Eier, ne? Oh, hier geht langsam die Nahrung, wird weniger. Es wird aber nicht lange so gehen. Bauteile gehen uns langsam wahrscheinlich auch aus, ne, weil hier sind keine mehr. Du kannst doch nicht im Krankenhaus kiffen, also hier auf unserer Krankenstation. Was ist denn los bei dir, Mr. T? Der arme Bond. Wobei, vielleicht gefällt es dem Bond ja, ne? So ein bisschen Rauch abkriegen. Ja, du kannst auch drinnen essen, ne? Muss ja nicht im Regen essen. Ja, die sind alle noch gut. Wer ist denn Pacuccino? Pacchio. Ach, das ist ein Hund. Was ist denn mit dem Hund passiert? Hä, was ist denn mit dem Hund passiert? Und warum bringst du den da hin? Gute Arbeit, Firefly. Wie kommt denn der Hund an Alkohol? Also der Hund ist totgesoffen. Das gibt's nicht. Also der Hund ist am Saufen hier. Ich wollte gerade sagen Catwoman. Also von dir bin ich Besseres gewöhnt. Also das, Kalkwände. Genauso wird's gemacht, Benjamin. So muss es gemacht werden. Wie? Da fressen die gute Mahlzeiten weg. Einfach so. Ant-Man. Sieht gar nicht aus wie ein Mann. Am besten ziehst du dir einen Hut an. Also irgendwie muss auch irgendwie einen Sonnenhut geben oder. Hier. Nee. Hier. Nee. Ich dachte gerade, das Wildschwein wird hier die Joints wegfuttern. Das wäre lustig.
Das ist Green Arrow einfach Valkyrie Sarg geschafft. Wo liegt eigentlich Valkyrie jetzt? Hier liegt Valkyrie. Tragisch schaffelos. Wo liegt Poison? Wo liegt Poison? Wo haben die denn Ivy hingelegt? Nochmal, also hier ist Ray. Valkyrie, Jessica Jones, Peter Pan, Superman, Terminator, Hellboy, Harley Quinn, Goofy, Deadpool, Batgirl, Darth Vader, Captain Hook, Supergirl. Robocop. Joker. Prinzessin Leia. Green Arrow. Hä, wo haben die Poison Ivy hingebracht? Und wo ist Wolverine? Ja, wie Wolverine verschwunden ist, ist immer noch ein Rätsel. Das beschäftigt die Wissenschaft heute noch. Aber wo ist Poison Ivy? Ich weiß, dass ich Dino beauftragt habe, sie in ein Grab zu legen. Ach hier, die sind ja auch noch voll. Hier Groot. Ja, weil die so seitwärts, das sieht so komisch aus. Also Groot, Donald Duck, Poison Ivy. Das sieht von der Seite halt komisch aus. Hätte jetzt auch leer sein können. Ich bin echt mal gespannt, wer hier mal liegen wird. Und wann hier endlich mal die Gärtner zu... Warte, Lucifer ist doch hobbymäßig Gärtner, ne? Warte, können wir noch eine Zone erstellen? Neues Gebiet, das geht. Wo ist es? Notfall, was hat denn? Machen wir mal weg hier. Umbenennen. So, das ist jetzt das Gebiet Friedhof. Ja? So, wie war das jetzt nochmal mit dem Trick? So, Arbeitsgebiet Friedhof. Da müssen wir jetzt jede einzelne Blumentöpfe rausnehmen, ja? Dafür ist er nämlich nicht zuständig. Boah, ist das eine Arbeit. Scheiße. So, Friedhof. Was ist denn hier passiert? So, natürlich auch diese Gebiete hier. Dafür ist er auch nicht geeignet. Boah, man, schau mal einfach, keine Blumen. Gibt's ja nicht. So, wo haben wir denn noch hier? So, hier dürften jetzt eigentlich keine mehr sein. Hier ist noch Blumen. Ich weiß nicht, sind da Blumen? Nein. Könnte man eigentlich mal welche hinmachen?
Rosen. Ja, den Friedhof machen wir noch fertig, dann beenden wir die Folge. So, wo haben wir denn noch? Hier. Wobei, ne, hier die Kirche, die ist erlaubt. Die darf man machen, ne, weil Friedhof, Kirche gehört irgendwie so zusammen, ne, so bla. Darf man machen. Ist okay. Kacke. Meine Güte, ist das eine Arbeit, du. Ich wusste gar nicht, dass wir so viel Grünzeug haben. Na ja, Hochzeit könnten wir eigentlich auch drin lassen. Ne, Hochzeitsplatz lassen wir auch drin. Das ist eine Ausnahme. Hier darfst du gar nicht reingehen, ja? Da drin hat der nichts zu suchen. Genauso wie hier. Das Tabugebiet. Kacke. Gut, wenn wir eh gleich nochmal das Tool machen müssen, dann können wir auch einmal durchziehen. So, dann machen wir jetzt das Kleinerungstool. So. Friedhof. Natürlich, der kommt auch raus. Dann kompensiert der aber nicht mehr, ne? Also, der kann, dann ist der nicht mehr für Poison Ivy hier, ne? Da, der Lucifer, so. Das waren jetzt aber alle, oder? Habe ich was übersehen? Ich habe bestimmt irgendwo was übersehen. So, jetzt muss ich invertieren. Wie ging das nochmal? Mann, was ist denn hier los? So. So, warte, Friedhof hier. Invertieren. Okay. Gut. So, und jetzt Zuweisung. Nee, Arbeit. Nee, Beschränkung. Lucifer. Ich habe immer dieses. Von Luz, wenn ich Lucifer sage, immer dieses Lied im Kopf hier. Lucifer, Moschus, Diabolus, irgendwie sowas. Mekage, Mekagandolus, irgendwie sowas. Ich kann das nicht. Ich kann kein Latein. Nicht mehr. So, damit hätten wir Lucifer auch auf Friedhof. Schön. Ich hoffe, eins davon ist Rose. Ne? Kann ja nicht sein. Wer fällt denn hier einfach so ein Baum? Ja, Lara Croft, gute Arbeit, gute Arbeit. Gute Arbeit, Lucifer, gute Arbeit. Dann sieht der Friedhof wenigstens gut aus. Gut, das war's aber für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Ciao!